Spätrop Bravo. Im nächsten Sektor funktioniert keine Elektronik. Die Allianz blockiert die Geräte? Scheint so. Und Kommando will wissen, was sie verstecken. Hallo meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch an neue Zuschauer. Ja, seit gestern habe ich die Master Chief Collection von Halo. Ja, bin sehr froh darüber. Gab's bei Steam, ist jetzt aber glaube ich nicht mehr der Fall. Für 16 Euro. Sogar noch günstiger als bei Instant Gaming. Und die habe ich schon lange im Blick gehabt. Ja, und da seid ihr jetzt live mit dabei. Ich glaube, die... Einen Moment. Ja. Die Auflösung hat sich wohl erst jetzt auf 1440p gesetzt. Das sehe ich oben links, ist jetzt die FPS-Anzeige nicht mehr ganz drin. Weiß ich nicht. Ich habe die beiden Folgen vorher schon hochgeladen von gestern. Und wir machen jetzt mit Halo Reach weiter. So. Oh! Das war nicht leise. Ich dachte, so zielt man. Aber das macht man bei Halo anders. Auch durch Drücken des rechten Sticks. Und nicht, wie sonst beim Shooter mit dem linken Trigger. So sollst du machen, Mensch. Ja, das ist... Soll aber so sein. Was auch geil ist, hier ist der Baum. Das sieht man richtig auf dem Display. Ja, hier jetzt nicht mehr, aber schon cool. Petrop Bravo an Noble 2, für Bericht bereithalten. Sind bereit zum Empfang, over. Sehen mehrere Feinde durch eine Siedlung patrouillieren. Sind die es, Cap? Negativ, zu klein. Und ihr seid noch nicht in der Blockierzone. Greift an, falls nötig, aber bleibt nicht stehen. Hast sie gehört, Sex. Lass sie in Ruhe. Gut. Lassen wir sie in Ruhe. Hier ist unser Kollege. June.
Erpressung. Hat leider auf der Map nirgendwo einen Hinweis, wo man lang muss, aber wahrscheinlich hier lang. Oh Mann! Großer. Das macht nichts, wenn wir entdeckt werden, aber... Noch einer. Schild. Können wir eine Zigarette ziehen? Sogar noch. Na, da oben. Der gehört mir. Moment. Ist alles harmlos, aber so, nachladen. Linker Button, ne? Müssen wir nicht nachladen. Noch mehr. Hast sie wohl echt wütend gemacht. So. Ich glaube, wir müssen hier weiter, ne? Ja. Alter, der hat mich schon gesehen. Geile Explosion. Das sieht nice aus. Wo willst du denn hinlaufen? Muni? Nee. Tausch mal die Waffe aus. Shotgun, ne? Aber so ist immer trotzdem besser, alles zu sehen. Shotgun. Mag ich am liebsten. Hey! Gleich weiß er, wo wir sind, also... Das war schlecht. Zock, aber auch mit dem Controller. Thank you.
gut. So, können wir weiter? Hier war da, oder? Ja. Schlafende Hunde soll man nicht weg. Das ist ein Sprichwort aus Deutschland. Das ist wohl wahr. Boah, große! So, das sieht man bekämpfen. Ich weiß nicht, was wir da jetzt machen sollen. Seht euch das riesige Ding an! Na ja. Oh, 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 oh. Was ist los, Sex? Gar nicht in Erinnerung. Aber ich habe es nicht so weit gespielt. Sie ist auch eine Errungenschaft. Kent, ist bei dir was davon angekommen? In der Tat, Spetro Bravo. Das war ein einheimisches Geschöpf namens Kuta. Sex, los, nehmen wir den Vater vorn durch die Felsen. Holla, die Waldfee. Atmosphäre her, sehr geil. Wenn man den richtigen Headset dafür hat. Ich habe ein Beyer Dynamix MMX 300. Das hat auch vor 5 Jahren 300 Euro gekostet. Gibt aber schon verbesserte Varianten. Aber das ist das Maß der Dinge, kann man schon fast sagen, unter den Headsets. Das von Astro, da macht ja ein sehr großer YouTuber Werbung für, wollte ich nicht haben, weil kommt aus Amerika und ich wollte das Geld in Deutschland investieren. Und genauso wie Sennheiser ist Beyer Dynamics deutsch. Ist an Turtle Beach DSS, weiß nicht, ob es den noch gibt, Receiver angeschlossen und dann mit dem Lichtleiterkabel am Fernseher dran. So habe ich alles, was auf dem Fernseher läuft, auf dem Kopfhörer. Das Einzige, wo es nicht geht, ist auf der PlayStation, das Mikrofon. Die Kopfhörer natürlich schon, weil die PlayStation auch über den Fernseher geht. Und das Headset hat 5 Jahre Garantie. Das Kabel kann sich auch nicht aufdrillen, weil das so stabil gemacht ist. Da hat man 20 Jahre was von. Das nur nebenbei. Kann ich euch empfehlen, in ein gutes Headset zu investieren. Schüsse! Magnums, Standardwaffen des Sicherheitsdienstes. Ah, Ziele! Ich spiele über so, da sieht man auch die ganzen Gegner. Noble 2 sind bei einer Art Pumpstation. Seht Zivilisten, wahrscheinlich mehr Miliz. Sie kämpfen gerade. Helft ihnen. Vielleicht haben sie nützliche Infos. Du hast sie gehört, Sex. Hilf den Zivilisten. Ah, helft uns! Da kommt immer mehr! Oh, was war das denn? Au, der Große. Ziel erledigt. Wow, 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 wow.
selber noch was abbekommen. Der kann so hochspringen. Na! Ah, Mann, ich komme immer noch nicht mit den Tasten klar. Mit dem Zuschlagen. Das ist auch krass gemacht hier. Ölpumpstation, ne? Na, da müssen wir einmal hin. Geht's denn hier hoch? Hier. Etwas mehr Action, als wir gewohnt sind. Ist auch da. Was macht ihr hier? Das Gebiet sollte vollständig evakuiert sein. Wir wollten unser Zuhause selbst beschützen. Also kamen wir zurück. Hierfür. Sind im ganzen Gebiet hier versteckt. Du weißt, dass das geklaut ist. Was, wollt ihr mich festnehmen? Nein. Wir klauen sie zurück. Da kommt noch ein Landungsschiff. Wir verköstigen Krombacher Bier. Bewege mich etwas. Gab's ein Angebot, ich habe es bei Edeka wieder bestellt. Es gibt Hasselröder. Für einen Kasten 20 mal ein halber Liter für 8,50 Euro. Blöde Raumschiff muss erstmal abhauen hier. Dann können wir uns den Gegnern widmen. Boah. Durchgehen. Ich brauche eine bessere Position. Wieso, müssen wir es runterholen oder was? Oder es nicht abhaut? Vielleicht wissen. Ich stehe unter Beschuss. Bin in Position. Die sind doch weg. Dicker, wa? Wir haben doch hier... Nee, na, das könnte man runterholen. Wir haben hier... Welcher war das? Schutzschild. Panzerungsschild. Ja. Na, nee, das wird so aber nicht. Wir brauchen Raketenwerfer. Der ist hier. Oder? Erstmal die Shotgun austauschen. Na komm! Das geht noch. Ah. Einiges einstecken. Bereit.
stoßen. Hier ist nichts, nur der See. Die Straße führt zum Wasserkraftwerk, aber das Tor geht nicht. Ausweichroute? Kommt zu uns. Über das Flussbett schmuggeln wir Rationen, Waffen. So ziemlich alles also, was vom UNSC verboten ist. Ja, genau. Mir juckt das Ohr. Ich sehe das Flussbett 6. Mal sehen, wo es hinführt. Wohin führt dieses Flussbett? Direkt zum Wasserkraftwerk. Wir haben den Fluss vor 45 Jahren gestaut. Das Kraftwerk versorgt hier alle Siedlungen. Es darf nicht alles umsonst sein. Wir tun, was wir können. Genau. Halt, Allianz-Landungsschiff, in Deckung. Okay, es ist weg. Weiter. Er läuft rückwärts. Verteidigungshaltung. Ich lasse das einfach hier. Cat, kannst du das sehen? Ein Allianzbau. Eine Art großer Pylon. Stark befestigt. Da kommt die Blockierung her. Okay. Ist so gut wie weg. Negativ. Bringt eine Sprengladung zur Fernzündung an. Kommando plant etwas Großes. Es heißt, der Pylon stirbt im Morgengrauen. Jagen wir ihn hoch? Wir räumen das Gebiet, dann bringe ich die Sprengladung an. Wenn du Deckung geben willst, nur zu. Bis in eine Brücke kommen. Ja. Kenne ich noch. Der Shooter, der das generell maßgeblich geprägt hat. Weg da von der Minigun. Das ist verrückt! Bin direkt hinter dir. Groß machen mit Tick. Fett hier.
Ja, es geht alles noch. Komm schon. Abkühlen. Ja, wie viele sind denn da? Warum geht der nicht down, ey? Langsam müssten die aber... Hoppala. Oh, dann gehen wir ran hier. Frontal. Dann wird das noch viel schneller. Wohl ein Wespennest gestochen. Oh. Alles frei, Sex. Die Entdeckung dauert eine Minute. Halt die Augen auf. Hey. Nun schützt. Ah, das wird schwer. Leer geschossen. Komm, gib mir eine richtige Waffe hier. Wo sind die? Fuck! Hat er doch den Scharfschützengewehr. Ist egal. Dann nehmen wir halt die kleine hier. Oh, die großen. Oh, da muss ich ran. Schweres Gerät. Noch einer. Zum Glück sind wir auf leichter Schwierigkeit. Ja, noch einer. Hat er eine Waffe? Bei uns nicht tragbar. Wunderbar. Spätraum Bravo an Noble 2. Ladung angebracht. Hoffentlich irgendwo, wo sie nicht auffällt. In der Stromversorgung des Pylon. Okay, geht weiter in die Blockierzone. Kommando, wir wissen, was die Allianz versteckt. Im Südosten des Wasserkraftwerks ist ein Tor. Verstanden. Lade euch die Sicherheitsbox hoch. Kann man den fahren hier, oder was? Ja. Okay, hab sie. Öffne das Tor. Spätrupp Bravo, ihr betretet jetzt die Blockierzone. Verstanden. Phantom, zu nah für meinen Geschmack. Auf eine bessere Position. Vorsicht, Schwarz. Los geht's. Über den Haufen gefahren.
Du auch? Ja. Wieder raus hier. Das wollen wir nicht. Ich wollte die Waffe aufnehmen. Was war das für eine Waffe? Da kann man hier so im Dunkeln so schlecht sehen. Ich freue mich schon, wenn es wieder hell ist. Was jetzt? Ja, noch ein guter Treffer. Weiter schießen! Jackpot. Bildübertragung. Screenshot. Siehst du das, Cat? Bestätigt. Empfange Live-Bilder von Noble 3 und Noble 6 von einem Allianz-Sturmtrupp. Das ist kein Sturmtrupp, das ist eine Invasionsarmee. Wenn wir sie aufhalten wollen, müssen wir sofort handeln. Korrekt. Alle Spieltrupps zurückziehen. Die Sonne geht bald auf und es wird ein langer Tag. Geil. Errungenschaft. Müsste kommen. Speerspitze. Noch nicht.
Die Entdeckung des Nobel-Teams heute Nacht war keine Anomalie. Große Allianzeinsätze wurden nicht registriert. Und jetzt werden wir auf dem Beheri-Territorium angegriffen, samt orbitaler Verteidigung. Wir befolgen den Notfallplan Winter und kontern an allen Fronten. Das Nobel-Team hat außerdem hochentwickelte Tarnvorrichtungen der Allianz entdeckt. Und eine mögliche Landezone für weitere Allianzeinheiten lokalisiert. Deren Ursprung ist noch unklar. Sechs, alles okay? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Bin auf dem Weg. Sturmgrenzen. Piloten erledigt. Gehen den Hügel hoch. Meine lieben Freunde, ich habe ganz vergessen, den Fernseher auszuschalten. Also den Sound. Meine Nachbarn sind ziemliche Schlafnasen. Ich habe ja vorhin noch Party gemacht, das mache ich ja jeden Tag. Bis so 22.30 Uhr. Jetzt haben wir es 23 Uhr, knapp 0 Uhr. Ne? Die armen Nachbarn, ne? Ja, man kann nicht alles in der Birne behalten. Ne? Naja gut, stell dir mal vor, es wird jetzt ein Scherz noch zum Schluss des Let's Plays, weil wir kommen jetzt wieder in ein neues Kapitel. Und dann machen wir gleich eine zweite Folge draus. Dann kann ich das schneller für euch bereitstellen. Stell dir mal vor, jetzt kommt die Polizei und sagt, was machen Sie denn hier? Ja, ich spiele Halo. Wollen Sie mitspielen? Nee, dafür haben wir keine Zeit. Ja. Meine lieben Freunde, jetzt sind wir in Speerspitze. Ich glaube, die letzte hieß Nightfall, ne? Haben wir die Errungenschaft noch ergattert. 700 Stück hat das Spiel. Ja, und wir zocken gleich noch eine Runde weiter. Und danach kommt noch eine Runde Tales of Berseria zum Entspannen. Ja, und ganz zum Schluss gucke ich mir meistens auch ein, zwei Serien an von Amazon Prime Video. Da habe ich Channels freigeschaltet. Manche kosten 4 Euro, so wie Geo. Kann ich morgens immer Natur mir anschauen. Und Tiere und so. Bin sehr naturverbundener Mensch. Ja, und nicht diesen ganzen Fernsehschrott in die Birne hauen gleich am frühen Morgen. Bist ja depressiv. Ja, und da habe ich auch noch so einen Channel, der hat so Videos über Serienkiller und Verbrecher und Mörder und was weiß ich nicht alles. So ähnlich wie Akte X, wollte ich schon sagen, mit diesem Sci-Fi hier. Nee, Medical Detectives gab es ja immer, hatte ich früher auch gern gesehen. Oder Autopsie. Und ich glaube, den Channel kriege ich für 2 Euro im Monat. Da habe ich genug, mir so eine Sachen noch anzuschauen. Das reicht dann aber auch. Ich hatte letztens einen YouTuber entdeckt. Den kannte ich noch gar nicht. Und der zeigt, geht immer ins Darknet und muss den Leuten das Darknet im normalen Internet zeigen. Finde ich nicht gut. Kann ich nur von abraten, generell ins Darknet zu gehen.
Und viele Dösbuddel, obwohl bei YouTube kriegt man schnell, bei Google kriegt man schnell raus, wie man da reinkommt, kann ich euch nur von abraten. Ich glaube, seine Videos waren noch nicht mal ab 18. Und ich habe gleich die Nacht danach übelste Albträume bekommen. Ich bin der Meinung, er sagt, dann warnt er immer davor, wegen Triggerwarnung und sowas alles. Halte ich nichts von. Wenn jemand da reingehen will, soll er es machen. Aber dass man das ins normale Internet holt und dann auch ohne Jugendbeschränkung, weiß ich nicht, was das für einen Sinn ergeben soll. Falls ihr jetzt noch zuhört, kann ich euch davon nur abraten. Auch von dem YouTuber, der das denn bei YouTube zeigt, was er da so im Darknet macht. Ja, ist mit Vorsicht zu genießen. Und das normale Internet in meinen Augen reicht schon. So, das Krombacher ist verköstigt. Und in der nächsten Folge mache ich das nächste Krombacher auf. Ja, ich bestelle momentan bei Edeka schon ein paar Monate. Und da gibt es immer die Angebote. Bloß die findet man ja so gar nicht im Laden. Da muss man ja durch den ganzen Laden laufen und wo ist das, wo ist das? Das, na okay, ich muss jetzt 7 Euro mittlerweile bezahlen, dafür, dass sie mir das hierher bringen. Und 5 Euro Aufschlag, das sind 13 Euro, mache ich so zweimal im Monat, 26 Euro. Spart aber viel Zeit und Lauferei. Ja, und jetzt kriege ich wieder 2 Kästen im Angebot Hasseröder. Das geht 20 Flaschen, halbe Liter Flaschen, ein Kasten 8,50 Euro. Ja, und dann nimmt das wieder mit. Ich habe das aus der Glasflasche und nicht aus PET-Flaschen. Da ist Weichmacher drin, das ist sehr schädlich. Dosen sind schon besser, aber Premium-Bier ist eigentlich immer in Glasflaschen. Und die ganze Schlepperei habe ich keinen Bock drauf. Ja, und ich habe jetzt wieder für 130 Euro bestellt. Und ja, auch ein bisschen Vorrat anlegen. In diesen Krisenzeiten weiß man nicht, was uns noch erwartet dieses Jahr. Im Herbst soll es ein bisschen weiter rund gehen, sagt man so in unserer Szene. Ja, und da kann Vorrat an Trockenfrüchte zum Beispiel, Rosinen, Pflaumen, trockene Bananen. Ich habe mir jetzt noch Cranberries geholt, getrocknet. Ja, ich habe viel Erdnüsse zu Hause und haltbare Sachen. Ne? Weil durch die Inflation, wenn wir jetzt schon mal ein bisschen darüber reden, kann ich euch auch mal machen, es wird alles nicht günstiger werden. Warum das alles so ist, würde jetzt zu weit führen. Aber deswegen habe ich mir auch einen neuen PC gekauft. Obwohl momentan sind die Preise gesunken. Aber das Geld wird ja weniger wert durch die Inflation. Und ich brauche zum Beispiel für meinen Roller, für meinen Zweitaktroller Öl. Ein Viertaktroller braucht das nicht, aber ein Zweitakter. Und ich hatte immer bei der Tankstelle vollsynthetisches Öl gekauft. Das hat immer 15 Euro gekostet. Und jetzt gucke ich auf den Preis, 25 Euro, 10 Euro teurer. Ja gut, dann habe ich mir halt teilsynthetisches Öl gekauft. Ja, der dreht ziemlich hoch, ist so ein Racing-Roller, bis über 10.000 Umdrehungen. Aber teilsynthetisch geht auch. Aber das ist eben dann so eine Sache. Ich gleiche das eben noch aus, indem ich Angebote kaufe. Und ja, wollen wir mal schauen, wie das alles so weitergeht. Ne? Wie gesagt,
das haben sie auch schon im Fernsehen den Leuten geraten. Also wenn Leute jetzt sagen, was brauchst du zu Hause im Vorrat? Die Leute wurden immer belächelt. Aber so langsam kriegt das die Masse auch mit. Und jetzt verstehen sie uns vielleicht ein bisschen besser. Also sagen wir mal, ein Vorrat für einen Monat, besser wären auch 2 Monate, das kann schon nicht schaden. Ja. Auf die Gründe jetzt gehe ich jetzt nicht weiter ein, aber wie gesagt, schadet nicht. Man verbraucht sowieso. Ja. Das ist nur aus Gelbe mit dem Tabak. Tabak braucht man immer, der wird nicht schlecht. Ja, dann holt man sich halt 20 Pakete extra. Und falls irgendwas ist, ist man auf der sicheren Seite. Das beruhigt auch ein bisschen, wenn man das zu Hause hat. Das ist natürlich ein Problem, wenn andere Nachbarn das nicht haben. Und ich mache mir hier Raviolis warm. Und die riechen das alle. Ja, und sie haben nichts zu Hause. Dann lernt ihr eure Nachbarn mal von einer ganz anderen Seite kennen. Urinstinkte kommen dann durch und das hatten wir ja mal mit der Love Parade. Wenn wir schon ein bisschen quatschen, ich war früher auf der letzten Love Parade live in Berlin mit 50 LKWs. Da bin ich gewesen vor ungefähr 20 Jahren. Ich bin jetzt 41, werde im Oktober 42 und somit 21, 22 war ich da auf jeden Fall da. Da gab es genug Platz zum Tanzen. Ja, und die nächste Love Parade war ja in Duisburg, glaube ich. Da ging es durch ein Nadelöhr, durch einen Tunnel unten durch. Ja, und dann hat sich das alles gestaut mit den Menschenmassen. Ja, und dann hatten die Menschen Todesangst. Und das sind Urinstinkte, die dann durchkommen. Und dann werden die Menschen sehr egoistisch und trampeln andere Menschen tot. Ja, wir sind halt, kommen halt von den Neandertalern und da haben wir noch ein paar Instinkte in uns drin. Das dazu. Ja, habt ihr ein bisschen was von meinem Wissensstand abbekommen, von eurem Robin Hood. Normal Cobra, da versuchen sie immer auf mein Steam-Profil zuzugreifen. Diese weiß ich nicht. Das ist schon jahrelang so. Gefällt mir nicht so sehr. Sie haben natürlich nicht mein Passwort und ich habe das auch mit SteamGuard abgesichert. Kommt immer hier. Ich heiße bei Steam anders. Ja, das ist nicht normal Cobra. Da steht in meiner Beschreibung, wenn ihr bei mir in der Freundesliste seid. Ja, und irgendwelche Leute wollen mein Steam-Profil hacken. Was ich mir besorgt habe für ein ganzes Jahr, im Norton 360, habe ich mich für entschieden, hat bei bei Amazon 12 Euro gekostet. Und der hat ein VPN mit drin, für 12 Euro im Jahr, nicht im Monat, ohne Logfiles. Das ist ja ganz wichtig, dass ein VPN-Anbieter keine Logfiles speichert. Und Norton macht das nicht. Ihr habt für 12 Euro einen guten Virenkiller, Internet Security auch mit einer Firewall und sogar VPN für ein ganzes Jahr lang ohne Logfiles. Ja, und kann ich euch sehr wärmstens empfehlen. Davor hatte ich ESET. Da war ich auch sehr mit zufrieden. Hat, glaube ich, 20, 22 Euro gekostet. Aber allerdings ohne VPN. Aber ESET kann ich auch sehr empfehlen. Was ich früher mal hatte, war Kaspersky. Da ging mir ziemlich auf die Nerven. Immer diese Warnmeldung auch beim Spielen und das alles. Dann hatte ich Bitdefender. Danach ESET. Ich hatte auch noch mal einen anderen, komme ich jetzt nicht auf den Namen. Aber bei Amazon kriegt ihr das 360er.
Norton und für 12 Euro mit VPN und allem drum und dran. Kann ich euch sehr empfehlen. Genau. Und ja, meine lieben Freunde, das war jetzt, glaube ich, die dritte Folge Halo in der Master Chief Collection. Halo Reach zocken wir jetzt durch. Ich habe das soweit noch nicht gespielt, weil ich hatte das mal gespielt, aber nicht lange, weil sonst hätte ich die Errungenschaft bei Steam vielleicht schon bekommen, aber nicht über den Microsoft Store, wo ich halt auch normal Cobra heiße. Wird ja beides freigeschaltet, die Errungenschaften. Gut, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Halo Reach. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß damit, genauso wie ich. Ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr bei der Speerspitze wieder mit am Start seid. Ja, und ich glaube, heute spielen wir nicht noch Tales of Berseria. Ich muss mal ein bisschen früher ans Zocken rankommen. Ich schaue viel YouTube. Das schon seit sehr langer Zeit. Da habe ich was gewonnen. Nee, viel Glück beim nächsten Mal. Man kann bis 250.000 pro Kronkorken hier gewinnen. Momentan bei Krombacher. Natürlich nur in der Glasflasche. Von 1 Euro bis 250.000. Ja, das wär's natürlich. Ich mache hier gerade ein Bier auf und habe 250.000 Euro gewonnen. Ein Freund von mir hatte Corona-Bier mitgebracht. Das ist ja schon mit das Beste, was man kaufen kann. Und ich habe jetzt immer die Bio-Zitrone und tue das auch immer so ins Bier rein jetzt. 4-5 Schüsse. Diese gelbe Zitrone in der Plastik, aus Plastik, ne? Da solltet ihr aber Bio-Qualität kaufen, weil normale Zitronen sind massiv gespritzt und sehr eher schädlich. Ja, und so könnt ihr euer Bier ein bisschen aufpeppen. Trinke ich nur noch so. Wo ich es nicht trinken würde, wäre Hefeweizenbier. Das trinke ich sogar ungekühlt. Gut, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Und jetzt auch zum Zuhören. Und wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.